Alter, was hab ich hier für ein heftiges Feuerwerk? Und komm, wir zünden das jetzt mal. Schnell, schnell weg, Leute, schnell. Hey, Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Boss44. Heute sag ich mal Fireworks Mania. Wir werden die gesamte Stadt in die Luft jagen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es hier seht, aber ich verwende hier ein Billigmikrofon, da mein richtiges kaputt ist. Ich habe schon für 150 Euro ein neues bestellt. Das kommt in den nächsten Tagen an. Ja, wir sind hier in so einer amerikanischen Kleinstadt. Ich kann ja hier mal Tab drücken und wir haben zum Beispiel Raketen, Batterien, Böller, Kleinkram, Bombetten und noch anderes Zeug hier. Propantanks können wir ja mal anzünden. Schnell weg, schnell weg. Alter! Also, das ist heftig, Leute. Also, ich feiere ja ein Real-Life-Feuerwerk extrem. Oh, hier ist so ein Haus. Ja, mal gucken, ob wir das hier kaputt machen können. Aber Leute, wir können ja dann noch ein bisschen Scheiße anstellen. Aber ich würde jetzt erstmal hier ganz normal irgendwas anzünden. Hier zum Beispiel eine Rakete, hier Slammer. Können wir die nicht hinstellen? Na gut, dann zünden wir die einfach so an. Also wirklich, Leute, nicht in Real-Life Raketen so zünden. Das kann richtig ins Auge gehen. Aber das war ganz nice. Somit zünden wir noch eine. Hier, Fear of the Dark. Ah, ich kann die hier so hinstellen, okay. Alter! Ey, so richtig gruselige Sounds. Komm, dann machen wir jetzt hier mal so eine Batterie. Komm, wir nehmen hier mal Dragon Battery. Ist halt wie in Real Life. Diese Namen sind immer so heftig. Okay, ist ganz nett. Die kann man sich schon geben. Ist halt so eine Einstiegsbatterie. Aber lol, ich würde sagen, jetzt richten wir hier mal ordentlich Chaos an. Na gut, lass erstmal noch diesen Böller hier testen, weil das ist anscheinend so ein Polen-Böller. Also das sind Böller, die sind gar nicht in Deutschland erlaubt. Also das muss schon was heißen. Oh, das war, ja, auch eine sehr heftige Explosion. Wir gehen jetzt hier in die Tankstelle. Moin, Meister. Ja, ich bereite hier mal ein bisschen die Silvesterfeier vor. Ich hoffe, mein PC schmiert dann nicht ab. Also das wäre echt lost. Komm, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Powerboy hin. Dann auch hier Messenger, so amerikanische Batterie. Hier dann hier noch Shiny's Wall. Immer her damit. Ich weiß gar nicht, wie viel dieses Feuerwerk hier in Real Life jetzt schon wert ist. Aber ich glaube so 1000 Euro mindestens. Aber komm, jetzt hier noch ein bisschen mit diesen 2021 Batterien füllen wir das hier noch. Und Leute, jetzt kommen hier ein bisschen Propantanks. Ja, ganz easy, Alter. Wenn man in Real Life so einen Propantank anzündet, also dann... Also ich glaube, das ist heftiger als jeder Böller. Alter, was hab ich hier für ein heftiges Feuerwerk? Und komm, wir zünden das jetzt mal. Schnell, schnell weg, Leute, schnell. Was? Alter, was ist hier los? Oha, wie hart leckt das? Yo! Weißt du, die ganze... Hier ist niemand unterwegs und dann zündet plötzlich jemand hier so ein fettes Feuerwerk. Aber gut, die Tankstelle, also das kann man jetzt nicht mehr Tankstelle nennen. Oh, hier ist eine Kirche. Aber Leute, ihr wollt jetzt wahrscheinlich, dass ich hier drin was zünde. Aber Leute, ich bin selber christlich. Bin da zwar jetzt nicht so aktiv, aber Leute, ein bisschen Respekt hat man. Deswegen zünden wir hier wirklich nur... Hier, das ist glaube ich so ein dicker Brummer oder so eine tolle Biene, so ist das. Hier, komm. Wir zünden hier nur so ein kleines Ding, also das kann man ja mal machen. Hier wirklich war nur so eine kleine Biene oder so ein dicker Brummer. Und Leute, was sehe ich da? Ja, was ist denn das? Also da liegt irgendwas Heftiges drinne. Ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht kann man das anzünden. Also wir müssen hier wirklich die Tür aufsprengen, weil ich will wirklich wissen, was das dort drinne ist. Weil das sieht schon heftig aus. Bin mal gespannt. Okay, weg, weg, weg. Alter! Was war... Oh! Was? Was war das für ein heftiges Ding? Das hat sich gleich mitgezündet. Das Ding ist einfach heftiger als jede Batterie oder jede Rakete. Und es ist wieder da. Wir nehmen das jetzt hier mal mit diesem Physics-Tool können wir ja Dinge bewegen. Und wir gehen mal mit dem Ding hier in dieses Familienhaus. Oh, da kommen wir nicht rein. So, da bin ich drinne. Und ja, komm, wir gehen mal hier hoch. Also, ihr wisst sicher, was ich jetzt mache. Aber komm, Tim heißt das. Okay,
Das zünden wir jetzt hier in diesem Familienhaus. Ich weiß, es ist ein bisschen asozial. Aber gut, ich hatte mit denen noch eine Rechnung offen. Alter. Alter. Yo, stellt euch vor, euer Nachbarkrieg, kleiner Nachbarkrieg, der eskaliert so. Aber Leute, man muss schon sagen, das war gerade heftig, aber das war noch nicht zu heftig. Nämlich, Leute, ich gehe jetzt in jedes Zimmer, zum Beispiel jetzt hier, und tu in jedes Zimmer ein paar Batterien, ein bisschen Böller und so rein. Also ihr seht das, ich tue hier ein bisschen von diesen 2021 Dingern rein. Hier ein bisschen Popper Boys. Hier tun wir ein bisschen Beehive rein. Aber ich weiß gar nicht, was die überhaupt machen. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Hier auch in dieses kleine Badezimmer. Aber natürlich hier noch ein bisschen in das Schlafzimmer. Hier auf den Wegen machen wir ein bisschen Propangas-Dinger hin. Damit sich das auch alles zündet. Also hier auch auf der Treppe. Also ich bin gespannt. Also allein das schon. Ich hoffe, mein PC hält das aus. Und wir werden jetzt hier unten auch noch viel krankeres Zeug hin machen. Hier machen wir ein paar von diesen Messagern hin. Also, ja, ich hatte mit dem wirklich noch eine Rechnung offen. Und dann noch hier ein bisschen Shiny's Wall hin. Oh, die haben auch so einen Garten. Komm, da machen wir ein bisschen von diesen. Na gut, die Dragon Batteries, die sind zu klein. Komm, Criminals. Hier. Also um den Garten haben wir uns jetzt so ein kleines bisschen gekümmert. Hier kommen natürlich noch ein paar Propantanks hin, ganz normal. Und hier machen wir ein bisschen diese Boom Battery rein und dann noch, glaube ein bisschen Shiny's Wall. Also hier Boom Battery und jetzt hier noch Shiny's Wall, damit hier dieses Bad nicht zu kurz kommt. Also ich will wirklich, dass die hier leiden. Natürlich noch hier in diese Garage ein bisschen unter das Auto. Und komm, ich nehme jetzt das Feuerzeug. Ich würde sagen, wir zünden diesen Propantank an und gehen. Dann sofort. No risk, no fun. Schnell, schnell weg, Leute. Schnell. Null FPS gefühlt. Yo, wie hart das lag. Ich habe hier seit einer gefühlt Minute nur ein FPS oder weniger. Also keine Ahnung. 0,3 FPS so gefühlt. Also ich bewege mich hier mal weg und das lag immer noch übertriebens, Leute. Also ich glaube, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ihr seht, was dort jetzt noch abgeht. Und das läuft hier schon 2 Minuten. Das war eine gute Rache an meine Nachbarn. Ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, jetzt geht's langsam zu Ende. Und ich glaube, das war auch ein schönes Feuerwerk für die Nachbarn und hoffentlich auch für euch. Also, dann würde ich sagen, war's das mit dieser heutigen Folge vom Feuerwerksimulator, aka Fireworks Mania. Nächsten Samstag kommt eine Folge vom Fernbus Simulator mit meinem neuen Mikrofon, nicht mit diesem Billigmikrofon. Lasst auch auf jeden Fall ein Like da und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und ja, dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Tag, haut rein, Leute, und ciao.